Guten Tag, ich sitze hier vor OpenELEC 7.0 Beta 3. OpenELEC, was ist das? Heißt Open Embedded Linux Entertainment Center. Das heißt, das ist ein Betriebssystem, Open Source Betriebssystem, um aus einem Fernsehgerät ein Smart TV zu machen oder ein Media Center ähnliches Gerät, um Programme, um Musik, Videos und Bilder darzustellen. Und dieses OpenELEC hat auch eine TV-Funktion, die werde ich mal kurz vorstellen. Hier haben wir die Senderliste. Geh mal Vollbild. Den Ton habe ich abgeschaltet. Und ich wechsle mal den Sender hier. Gut. Man kann manuell aufzeichnen, indem man hier drauf klickt. Beende die Aufnahme mal. Es gibt einen sehr schönen EPG. Ups. Hier an der Seite. Hier wird einem gezeigt, was halt läuft. Und wenn ich was aufnehmen möchte, geht das auch hierüber über den EPG, indem ich hier auf Record klicke. Und jetzt habe ich die Aufnahme schon geplant. So, wie kommt man da hin? An die TV-Funktion. Ich habe ein Bild gemacht vom Aufbau. Und zwar läuft das hier auf dem Raspberry Pi. Hier, den sieht man hier oben, hier unten den TV-Tuner-Stick, der ist über USB angeschlossen. Das Kabel hier geht zur Kabelanschlussdose in unserem Fall. Und im Verlauf des Videos will ich zeigen, wie man das einrichtet. So, ich habe jetzt für das Video die TV-Funktion wieder gelöscht und wir werden das jetzt einrichten. Neu einrichten. Und zwar benötigen wir einen TV-Headend-Server und den TV-Headend-Client. Und den werden wir jetzt installieren. Das ist allerdings so, dass dieser TV-Headend-Server in den nicht offiziellen Paketquellen enthalten ist und deshalb muss ich die inoffiziellen Paketquellen erstmal aktivieren. Dazu gehe ich hier auf Add-ons, Install from Repository, OpenELEC, Add-on und installiere dieses nicht offizielle Repository hier. So. Dann gehen wir in dieses Unofficial rein. Hier auf Services. Und ich installiere den TV Headend Server. So. Jetzt wird hier ein Reboot empfohlen. Den werde ich auch machen. So, nach dem Neustart installiere ich dann den TV Headend Client. Gehe wieder auf System Add-ons, Install from Repository. Klick. Diesmal auf die offiziellen Quellen, PVR Clients, und ich suche mir den TV Headend Client aus. Install. Gut. Das war
Das schon. Jetzt aktiviere ich noch die TV-Funktion. Bei General enabled. So. Ja, wie man sieht, ist die TV-Funktion aber noch nicht vorhanden. Die erscheint erst, wenn der TV-Handheld-Server eingerichtet wurde. Das passiert an einem anderen Computer im Browser. Und dafür brauchen wir die IP-Adresse von dem Raspberry Pi. Die können wir hier unter System, Systeminfo abrufen. Und zwar notieren wir uns jetzt diese IP-Adresse und gehen dann zu einem anderen Computer. So, ich bin jetzt an einem anderen Computer im Netzwerk und starte den Browser. Gebe die IP-Adresse vom Raspberry Pi ein. Da steht sie schon, gefolgt von den 9981 hier. Und da öffnet sich die Oberfläche von TV Headend. Zuerst gehe ich auf Konfiguration, DVB Inputs, TV Adapter. Hier sehen wir die beiden Einträge von dem TV Tuner. Es ist aber noch zu früh, das einzurichten, weil wir müssen erst ein Network erstellen. Dazu gehen wir auf Add, wählen den Typ des Networks aus, ups, und geben hier dann einen selbst ausgedachten Namen ein. Hier wählen wir den Kabelanbieter, da geht es einfach um die Frequenzliste für den Suchlauf, so Unity Media und Create. So, dann gehen wir wieder zurück zu TV Adapters, wählen den aus, den wir benutzen wollen, das ist hier DVB-C für Digitalkabel, setzen hier ein Häkchen, wählen bei Networks unser erstelltes Netzwerk aus und gehen auf Save. Dann gehen wir auf, nicht auf Muxes, sondern auf Networks, weil es geht jetzt darum, den Suchlauf zu starten. Ich klicke hier auf das Netzwerk und dann auf Force Scan, um den Suchlauf zu beginnen. So, jetzt sieht man erstmal gar nichts. Wir wechseln jetzt auf die Registerkarte Maxes. So. Hier lasse ich mal alle anzeigen und was wir gleich sehen werden ist, dass hier in der Spalte Scan Status sich etwas ändert. So. Gucken wir mal. Noch ändert sich gar nichts. Ich refresh mal die Seite. So geht das. Konfiguration, DVB Inputs, Maxes. So. Ja, es tut sich noch nichts. Nochmal das Spiel. Und wieder auf Maxes. So. Ich brauche auch ein bisschen. Da sehen wir was.
hier steht, ups, active. Das bedeutet, er hat da gerade was zu tun. Das Ganze dauert jetzt ungefähr 10 Minuten. Deswegen mache ich hier mal einen Schnitt und wenn er fertig ist, dann kommen wir wieder zurück. So, wie man sieht, ist der Vorgang jetzt abgeschlossen. Hier steht überall idle. Das heißt, im Moment findet keine Aktion statt und jede Frequenz wurde abgesucht. Wenn wir hier auf Konfiguration DVB Inputs Networks, Services gehen, sehen wir die ganzen TV-Dienste. Das können Radio-, TV-Sender und Datendienste sein. Hier aufgelistet. Insgesamt hat er 545 gefunden. Und es geht jetzt darum, die Sender auszuwählen, die wir letztendlich in OpenALEC verwenden wollen als Fernseh- und Radiosender. Ich suche jetzt mal das erste HD aus und drücke dann auf Map Selected. Hier brauche ich nichts anzuhaken und nochmal auf Map zu klicken. Und was wir gleich sehen werden, ist, dass der Sendername hier auch erscheint, hier unter Channel. Dieser Name hier. Dann ist der Sender zugeordnet. Gut, er hat die Seite wieder refreshed und da sind wir jetzt. Das heißt, einen Sender haben wir schon so geordnet. Jetzt nehme ich mal ZDF. Hier sind wir. Map. Man kann auch mehrere Sender auf einmal markieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich nehme jetzt mal Vox. Und dann WDR Köln und ich drücke gleichzeitig die Steuerungstaste, dann habe ich jetzt zwei Sender markiert. Und dann nehmen wir noch RTL. Wo bist du? Da. Ich drücke wieder Control und jetzt drücke ich Map Selected. Jetzt müssten diese drei Sender zugeordnet werden. Und wenn er das gemacht hat, ja. Dann schauen wir uns gleich mal die Sender alle nochmal an, die wir zugeordnet haben. Und zwar gehen wir dafür auf hier auf Channel EPG. Und da sind jetzt die gemappten Sender. Nur diese Sender werden dann auch in OpenALEC erscheinen. Ich kann die hier zum Beispiel nochmal umsortieren oder löschen oder sowas. Ja. Das war schon die Einrichtung von TV Headend. So, nachdem TV Headend am anderen Computer eingerichtet wurde, ist die TV-Funktion in OpenALEC auch vorhanden jetzt. Da ist sie. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos.